Wenn auch du wissen willst, wie eine rauchige Barbecue-Soße geht, dann bleibe dran. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei den Dutch Oven Brothers. Mein Name ist Kai und heute zeige ich euch, wie man eine rauchige Barbecue-Soße macht, die jedem gelingt und auf jeder Party ankommt. Wie viel ihr nachher benötigt, um diese rauchige Barbecue-Soße zu machen, schreibe ich euch unten natürlich nochmal in die Bio rein. Jetzt sehen wir uns am Kochtopf wieder und werden diese rauchige Barbecue-Soße zusammen herstellen. So, nun geben wir alles nach und nach in den Topf hinein. Als erstes kommt jetzt der Ketchup hinein. Den erwärmen wir jetzt langsam, Stück für Stück. Natürlich in einen schönen, nicht anbrennbaren Topf, das wäre zum Vorteil, und geben dann alles unterm Rühren hinzu. Ja, der braune Zucker sorgt natürlich für die Süße nochmals in der Barbecue-Soße. Ich selber mache nochmal immer einen Schuss Honig zum Schluss hinein, wenn alles drin ist, alle Zutaten. Aber unter ständigem Rühren löst sich dann der braune Zucker auf. So, als nächstes geben wir dann den Apfelessig hinzu. Hier sind das ca. 150 ml. Damit dann eine leichte Säure entsteht. Sicher hat der Tomatenketchup von Haus aus schon eine leichte Säure. Aber der Apfelessig ist nicht so wie ein normaler Essig, sondern der ist milder. Ja, wie ihr seht, es wird flüssig, wie eine Soße es sein soll. Das aber allerdings wird dann nach dem Aufkochen ca. 10 Minuten reduziert und ihr werdet sehen, die ganze Sache wird wieder dickflüssig. Zu guter Letzt machen wir noch schön Salz und Pfeffer herbei. Für den Geschmack sollte euch das natürlich nicht reichen. Gebt noch was selber hinzu, wie ihr das gerne haben möchtet. Da sind dem Erfinder dann oder dem Macher keine Grenzen gesetzt. Als nächstes geben wir die Rochester-Soße hinzu. Zusätzlich mache ich jetzt noch einen Schuss Honig rein hinein, weil ich diesen Honiggeschmack generell mag in Soßen. Braucht ihr auch nicht sparen. Rührt das schön unter und lasst jetzt schön die Flüssigkeit reduzieren, bis es dickflüssig wird. So, nachdem alle Zutaten hinzugefügt sind, ist das leichte Aufköcheln angesagt. Die Flüssigkeit zu reduzieren, um dann die gewünschte Dicke der Soße zu haben. Zwischendurch, beziehungsweise bevor ihr jetzt weitermacht und es reduzieren lasst, schmeckt es bitte ab, ob es euch von der Schärfe her reicht. Nee, kann man so lassen bei uns. So, nachdem dann die Barbecue-Soße auf eure gewünschte Dicke reduziert ist, könnt ihr diese heiße Soße in Gläser abfüllen. Nachdem die Gläser abgekühlt sind, könnt ihr die Soße wunderbar im Kühlschrank lagern, bis zu einem halben Jahr. Hat euch das Video gefallen, dann lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal auf YouTube oder
liked uns auf Facebook, Instagram, folgt uns überall, ihr werdet immer was Neues erfahren. Das war's wieder von uns, Dutch Oven Brothers, leider mit mir alleine, aber demnächst wieder zu zweit. Bis dann, euer Kai.